Hallihallo, liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma für den SNES. Das letzte Mal haben wir ja Südamerika verlassen und sind nach Nordamerika gezogen, denn uns wurde gesagt, dort werden die Seelen der Vögel gefangen gehalten. Und hier sind wir hier im Greycliff Dungeon, um die Vögel wieder zu erretten. Ja, und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich noch ein bisschen leveln wollte und habe dann beim ersten Gegner gemerkt, ja, toll, Level up! Geil. Also jetzt hätte nur noch ein Gegner gefehlt. Ich gehe mal in der Zwischenzeit hier mal weiter. Also es hätte nur noch ein Gegner gefehlt zum nächsten Level up. Da habe ich gedacht, ja, dieses Leveln hat jetzt echt gebracht. Darum habe ich mir eine schöne Stelle zum Leveln ausgesucht. Und dann bin ich ein bisschen durchgetickt und habe mich gleich bis Level 14 hochgelevelt. Ja, schön, ne? Aber okay, so hier haben wir den Kristall schon genommen, ne? Okay, das kann jetzt allerdings sein, dass wir jetzt ein bisschen überlevelt sind. Aber okay, naja. Besser überlevelt als unterlevelt, nicht wahr? So, letzte Folge haben wir allerdings auch noch hier eine tolle neue Waffe erhalten, und zwar den Granitspeer. Und dieser Granitspeer hat eine ganz nützliche Eigenschaft, und zwar, er kann diese lustigen Felsbrocken hier zur Seite smashen. Das macht man doch mal ganz gekonnt. Und, yeah, voll cool überfahren. Voll cool, voll krass, ey. So. Okay, damit ist kein Felsen vor uns sicher. Und auch kein Schlammmonster. Au. Na gut, vielleicht doch. So, und komm her. Ich habe übrigens an der Stelle gelevelt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch in die Stelle, wo wir den Granitspeer erhalten haben. Im Raum davor gab es einen Höhlengolem und einen Steinbeißer. Und diese beiden habe ich dann immer wieder erledigt. Und somit habe ich das nächste Level mal ganz schnell geholt. So, hüpfen wir einfach mal hier hoch. Okay, den haben wir voll cool gekillt. So, und hier haben auch schon den nächsten Gegner, nämlich den Wurzelgnom. Der Wurzelgnom hat 35 KP, bringt 16 Erfahrungspunkte und hinterlässt 15 Gold. Ja, und er ist, wie fast jeder andere Gegner, schwach gegen den Blitzstich. Allerdings sind wir jetzt so weit überlevelt, dass unser normaler Angriff den Wurzelgnom einfach kaputt macht. So. So, da danzt der eine gerade total ab. Aber das hilft ihm auch nichts mehr. Da geht er nämlich auch schon kaputt. Yeah, voll cool. So, hier haben wir einen Kaktus, der nicht mit uns reden möchte. Okay, warum nicht? So, ich weiß noch an diese Löcher, kann ich mich noch erinnern. Ich weiß, dass man da in eine bestimmte Richtung fallen muss, aber das seht ihr jetzt gleich. Klettern wir einfach mal hier rein. So, ich halte mich einfach mal rechts, weil wegen ist so. Und tatsächlich, wir kommen hier unten runter. Wir kommen hier unten raus, wo der Kristall ist. Das Schlammmonster hat einfach keine Chance gegen uns gehabt. So, sonst ist hier nichts mehr. Nee, sonst ist hier wirklich nichts mehr. Wir klettern wie die Ranke wieder hoch. Und ich glaube, das ist die Ranke, die wir gerade schon gesehen haben. Genau, die meinte ich nämlich. Die hier beim Kaktus und diesem Loch hier. So, und wir lassen uns diesmal fallen. Diesmal halten wir uns allerdings links. Okay. Und, oh. Oh, vielleicht hätte ich mich da auch rechts wieder halten müssen. Aber offenbar nein. Hier kommen wir nämlich zu dieser lustigen Truhe. Was haben wir hier drin? Eine Heilknolle. Okay, super cool. Eine Heilknolle, die können wir gut gebrauchen. Na gut, eigentlich nicht so wirklich, weil die Heilknollen nur 20 KP wiederherstellen und, naja, nicht so nützlich mehr sind. So, da dieser Kaktus redet auch nicht mehr mit uns. Warum redet denn keiner mit mir? Menno. Ach, ihr seid doch total assi. So. Hier haben wir das nächste Loch schon. Klettern wir auch mal hier rein. So, und lass uns hier runterfallen. Und wo kommen wir raus? Wir kommen hier irgendwo im Nirgendwo raus. Okay, gehen wir erstmal hier nach rechts. Nach rechts. So, der Schlammmonster einfach überfahren wieder. Und der nächste da auch. So, komm her. Okay, voll cool. So, offenbar sind wir in einer Sackgasse gelandet. Hier geht's nicht mehr weiter. Pustekuchen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Denn links war ja auch noch ein Weg. Okay, her mit dem Gold. Ja, wir wollen möglichst alle Gegner mitnehmen. Denn somit ist das nächste Level-Up ganz schnell erreicht. So, und ich finde die Aussicht jetzt gerade mega schön. Ich würde mal sagen, Leute, wir
verweilen hier mal ganz kurz und genießen diese schöne Aussicht. Das sieht schon verdammt krass aus, du. Ark. Ja, okay, der Ark möchte weitermachen. Und machen wir einfach mal so. Geh einfach mal hier rein in die nächste Höhle. Und hier haben wir einen Haufen kleiner Steinbeißer. Ist ungefähr sowas wie Whack-a-Mole. Falls jemand das von euch kennt, hier, diese, wo man da auf dem Jahrmarkt hier auf die ganzen Maulwürfe klopfen muss. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas bekommen, wenn wir die alle kaputt machen. Irgendwie habe ich sowas in Erinnerung, aber es kann auch sein, dass ich mich gerade total vertue und alles. Und es einfach gar nichts bringt, außer irgendwelche Erfahrungspunkte. Diese kleinen Steinbeißer sind eigentlich im Prinzip genauso wie diese großen Steinbeißer. Bringen genauso viel Gold, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und auch genauso viel Erfahrungspunkte. Waren das schon alle? Ich glaube schon, oder? Sieht ganz danach aus. Und wir haben nichts bekommen. Allerdings weiß ich, dass hier noch ein Kristall ist. Voll cool. Okay, nehmen wir den Kristall einfach mit. Weil der Kristall einfach so schön aussieht. Gehen wir hier nach oben. Und ah ja, jetzt kommt dieser lustige Part hier. Nämlich seht ihr diese Steinbrücken da. Die können ganz, ganz schnell einstürzen. Wenn nämlich diese Steinbeißer hier ihr Beben auslösen. Und deswegen wollen wir diese Steinbeißer ganz schnell kaputt machen. Und zwar machen wir es am besten mit dem Blitzstich. Und würden wir hier runterfallen, Leute. Ja, man kann hier überall runterfallen. Dann gehen wir wieder in den Raum mit den vielen kleinen Steinbeißern. Und die sind ein bisschen sehr nervig. Deswegen wollen wir das nach Möglichkeit vermeiden. Nach Möglichkeit? Dann wollen wir das tunlichst vermeiden. So, okay. Wir sind aus der Höhle raus. Klettern weiter nach oben. Okay. Okay, kommt her. Kommt her, ihr komischen Vögel. Echt schräge Vögel. So, komm her. Okay, du auch. Okay, hier gibt's nichts, aber da leuchtet doch irgendwas im Gestrüpp. Was ist denn das? Etwas schimmert im Gestrüpp, ja, das sag ich doch. Ah, gell, die Greifenklaue. Okay, voll cool. Okay, super cool. Die Greifenklaue, was kann man damit machen? Ganz einfach, Leute. Ihr seht doch diese lustige Wand hier vor uns. Hier, ne? Und wir rennen einfach mal dagegen. Ja, klettert jetzt durch deine Greifenklauen diese massive, steile Felswand nach oben. Absolut kein Problem mehr für uns. Und ich glaube, jeder Bergsteiger würde ein Vermögen für diese Kletterwerkzeuge bezahlen. Ark hält Wunderknolle. Okay, super cool. Voll cool. Obwohl ich dazu sagen muss, ich war ja noch in Sanctum gewesen, als ich gelevelt habe. Und habe mir da ein bisschen, ein bisschen Heilzeug gekauft. Ein paar Wunderknollen. Weil ich hatte das Geld ja dann gehabt. Dann haben wir schon über 3600 Gold. Ne? Nicht mehr viele, wir haben schon 4000 Gold. Ich glaube, das Gold wird uns so schnell nicht mehr ausgehen. So, jetzt bist du dran. Okay, komm her. Ich habe 69 Schaden gemacht. Habt ihr gesehen? 69. So, okay, sorry. Kaputt. Okay. So, und da der Greifenklauen können wir jetzt auch hier endlich rausklettern. Jetzt ist es keine Sackgasse mehr, sondern ein Kletterpart. Okay. Besser als würden wir da unten feststecken. So, und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter, weil lässt uns hier runterfallen. Ob das so schlauer, weiß ich jetzt nicht. Ah, warte mal. Genau. Ich erinnere mich an was. Das war sehr schlau sogar. Hier nämlich. Hier gab es doch noch immer etwas. Nämlich eine weitere Truhe. Und ein Schlammmonster. Das war gerade voll cool gekillt haben. Okay, was haben wir da drin? Davon habe ich schon reichlich. Also irgendwas, wofür wollen wir jetzt schon reichlich haben. Es dürfen wohl die Wunderknollen sein, genau. Ja klar. Fressen einfach mal eine auf. Und holen uns die Wunderknolle aus der Kiste raus. Okay, jetzt haben wir wieder neun Wunderknollen, Leute. Also wir haben keine verschwendet. Wir haben uns dadurch wieder voll geheilt. Okay. Schlammmonster kaputt gemacht. Wir klettern jetzt wieder hier hoch. Dank der Greifenklauen ist das ja jetzt möglich.
hier rein. Und ich glaube, der Boss des Dungeons kommt immer näher. Klar, wenn wir den Dungeon auch immer weiter emporklettern, immer mehr davon schaffen, dann müsste der Boss logischerweise ja immer näher kommen. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Okay, voll cool gekillt alle. Voll gnadenlos. So, und hier klettern wir nach oben. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein paar von diesen lustigen Gnomen nochmal. Oh, die uns kaputt machen wollen. Ey. Okay, voll cool gekillt alle. So, was haben wir hier drin? Schon wieder eine Wunderknolle oder sowas? Ne, 87 Taler. Okay, voll cool. So, der war auch kein Problem. Und hier haben wir noch einen weiteren Kristall. Ah, geil, einen total coolen Kristall. Okay, so. Da ist das nächste Loch schon wieder. So. Ich halte mich einfach mal links, weil ich es kann. Ne, rechts. Was? Klug? Okay, es war klug. Yay! Ich bin voll klug. Oder so. So. Und hier erinnere ich mich langsam wieder an den restlichen Dungeon. Genau. Wir wollen hier erstmal nach links gehen. Denn hier kommen wir nicht weiter. Doch, hier ist noch eine Ranke. Genau. Ich habe die im ersten Augenblick nicht gesehen. Wie ich die übersehen konnte, weiß ich nicht. Ich habe es einfach gemacht. So. Hier sind wir wieder ganz weit vorne im Dungeon. Und ihr erinnert euch, es gab dann doch noch immer eine einzige Truhe, die wir noch nicht gesehen haben, die wir nicht erreichen konnten. Und diese Truhe ist diese hier. Arcade Vitalix hier. Okay, nehmen wir das einfach mal. Ja, Logo will ich das auswählen. Ja klar, Vitalix hier getrunken. KP steigt um 5. Okay, verknusen wir noch eine Heilknolle, weil wir es können. Okay. Alles klar. Und ich würde mal... Nein! Oh, nö. Leute, wir sind ganz am Anfang vom Dungeon. Ich bin so blöd und bin hier runtergesprungen. Alter, das wollte ich wirklich nicht. Ja. Wisst ihr was, Leute? Ich cutte gerade euch bis zur Stelle hin, weil der Dungeon wird auch für euch wahrscheinlich ziemlich langweilig werden. Jetzt, wo ihr ihn schon kennt... Ne, Moment, das läuft sogar in die falsche Richtung. Also, wir sehen uns gleich wieder bei der Stelle mit den Wurzelgnomen. Bis gleich! So Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe so ziemlich jeden Gegner im Dungeon nochmal erledigt. Einfach nur mal ein paar Erfahrungspunkte abzustauben. So, jetzt lassen wir uns einfach mal hier runterfallen. Mal gucken, wo wir landen. Natürlich wieder bei den Wurzelgnomen. Und wir landen direkt in einem drinnen. Und wir bekommen schon das nächste Level ab. Level 15 nach euch, Alter. KP steigt um 7. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 2. Glück steigt um 2. Yeah, cool. Alter, wir sind schon Level 15 hier im Greycliff Dungeon, ey. Das glaubt mir noch keiner. So, hier haben wir noch ein paar Schlammmonster. So, und wir klettern einfach mal hier diese Ranke hier hoch. Und hier weiter diese Felswand empor. Das hat jetzt nichts gebracht. Na, vielen Dank fürs Verarschen. So, hier ist absolut gar nichts. Also mal runter. Und klettern wir einfach die andere Felswand hoch. Und, ja, also... Jetzt dürfte auch sehr bald schon der Endboss des Dungeons kommen. Genau. Ich erinnere mich hier an diese Felswand hier. Genau. Das sieht doch schon mächtig bosshaft aus. So. Und bereitet euch mal auf den so ziemlich spannendsten Bosskampf ever vor. Genau. Da ist Infernalos. Dieser riesige Dämonenvogel. Wir können erstmal überhaupt nichts gegen ihn ausrichten, außer wenn er jetzt tief genug runterkommt. Wir stehen dabei einfach so rum
und aktivieren unseren Schild. Und wenn er runterkommt, dann können wir ihn angreifen. Dann will er nämlich einen Wirbelsturm erzeugen, den konnte er jetzt nicht machen. Und stattdessen hat er jetzt einen Kumpel da gerufen, der einfach mal hier Pudding rumwirft, mit Pudding um sich rumwirft, und Infernalus ist schon kaputt. Infernalus besiegt. Das war sehr spannend, möchte man sagen. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wieder erlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Ein Ei. Vogel. So, und da sind wir auch schon wieder in Sanctum. Ich muss dazu sagen, der Greycliff Dungeon ist jetzt gemeistert, nachdem wir Infernalos mit 2 Schlägen kaputt gemacht haben. Das ist schon ein bisschen sehr krass. Aber na gut. Infernalos kann, wollte ich noch übrigens sagen. Er kann noch mehrere Angriffe machen, unter anderem diesen Wirbelsturm, von dem ich erzählt habe, oder er spuckt die ganze Zeit dieses komische Feuer da. Man kann ihn am besten angreifen, wenn er nach unten kommt, aber ich hatte leider gerade keine Zeit mehr, das zu machen, denn Infernalos habe ich ganz schnell kaputt gemacht. So, können wir da rüber und mit der Eule quatschen? Ist die weiße Eule aus Zelda! Ja, kommen wir nicht rüber. Nee, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. So, aber dafür können wir mit den ganz anderen Vögeln hier quatschen. Nein, was gibt's? Dumbas Nest liegt auf den höchsten Felsen. Wer ist Dumba? Ich kenne nur Dumbo. Hey, du hast was doch zu erzählen. Ein fliegender Hahn. So was gibt's doch nur in Zelda. So, was hast du denn zu erzählen? Wir quatschen erstmal mit allen hier. Ihr kennt das Prozedere. Bisher war es der Wind, der uns den Zeitpunkt zum Aufbruch wies. Doch in diesem Jahr blieb der Wind aus. Töte. So. Hey, ich möchte mit mir reden. Willkommen in unserem Paradies. Dein Anwesen ehrt uns. Ach, das ist aber cool. So, das hast du zu erzählen? Wenn ich nur meine Flügel ausbreiten und wegfliegen könnte. Doch aus Arcania weht hier noch kein Lüftchen. Arcania? Okay. Okay, gut. Gucken wir mal nach, wen wir noch hier haben. Ey, ich will hier hoch. Okay. Hier haben wir ansonsten noch eine ganze Menge Vögel, die einfach rumfliegen. Okay, hier haben wir nichts mehr. So, mit dir haben wir schon gesprochen. Und ich habe noch eine Möwe oder sowas. Ich bin nur ein umherziehender Nomade. Soll ich dir ein Liedchen trällern? Ja, bitte. Wie schön. Du bist ein wahrer Freund der Muße. Okay, okay, wir hören gerade mal zu. Okay, er kann eigentlich nur die Background-Musik schneller und wieder langsamer spielen lassen. Okay. Also, du hast was zu erzählen? Willkommen im Paradies, Anaisa. Okay. Du? Wenn ich nur meine Flügel wieder auswerfe. Okay, da der außer keine Wette, noch kein Lüftchen. Ich weiß. Ich muss nicht alles selber sagen. So, klettern wir einfach mal hier nach oben. Denn dank unserer coolen neuen
greifen Clown Kevalas. So, hier sind wir im Kingnest angekommen und wir haben hier einen Königsvogel. Wir Königsvögel bewohnen die Nester in luftigen Höhlen. Im höchsten Nest wohnt Dumba, unser König. Okay, und du? Du hast unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte dir im Namen aller Vögel danken. Danke. Ja. Es sind Königsvögel, die muss ich ein bisschen eingebildeter sprechen. Der eine ist da gerade runtergeflogen, der wollte ich auch sprechen. Ich habe großen Hunger. Nee, ich habe Hunger. Großen Hunger. Aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. So. Und du? Warst du auf deine Mama? Ich bleibe allein zu Hause. Das kann ich schon. Und du? Uns kamen Menschen und stahlten die Eier. Doch nun herrscht endlich Frieden. Wir haben keine Angst mehr davor. Ich bin auch ein Mensch. So, hier flog doch einer gerade nach unten. Du. Ja, dich, mit dir habe ich schon immer gesprochen. Willst du uns danken? Wir Königsvögel sind sehr stolz. Ja, ja. Tag für Tag verbessern wir unsere Flugkünste. Okay. Aristokratenpack hier. So, hier haben wir auch noch ein paar. Und hier haben wir auch eine Seele. Willkommen beim Magier. Okay, es ist der Magier. Okay, der hat nur das Angebot von vorhin auch wieder. In Dumbas Nest liegt zu deiner Rechten. Er wacht über uns und beschützt uns vor Unheil. Auch wenn man es ihm nicht ansieht. Ach ja, Dumba, jetzt erinnere ich mich wieder, wer das war. Ich habe Hunger. Großen Hunger. Aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. Ja, da bist du. So. Hier drüben. Ich bleib allein zu Hause, das kann ich schon. Okay, hier haben wir noch drei Möwen. Das sind Möwen, das glaube ich war. Oder? Das waren noch Möwen. So. Die Nomaden reisen wir durch die Welt, geleitet nur vom Wind. Doch nun scheint der Wind uns nicht mehr Holz zu sein. Es ist furchtbar. Die Nomaden, ja, okay, du sagst dasselbe. Und du wahrscheinlich auch. Natürlich. So, hier haben wir einen Vogel, offenbar ein Vogelhändler. Ich kann dir bestimmt helfen. So, tatsächlich, da haben wir eine neue Rüstung. Und zwar mit der unglaublich tollen Beschreibung, ein Vogel musste federn lassen. Ja, kaufen wir nochmal. Na klar. Vielen Dank, mein Freund. So, legen wir doch direkt mal an, denn die ist um 2 Punkte besser als unsere jetzige Rüstung. Federanzug, ja klar. So. Und ich würde mal sagen, jetzt holen wir uns eine Audienz beim König. So, klettern einfach hier nach oben. Und, ja, ich weiß ja schon wieder, wer Dumba ist, habe ich ja schon vorhin gesagt. Er sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus. Das ist er. Ja, aber mit dem würde ich sagen, Leute, mit dem sprechen wir erst das nächste Mal. Von daher würde ich an dieser Stelle mal sagen, ciao Leute, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Martin. Tschüss, ihr Gasaufsichtskinders, bis dahin.